Hallihallo und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Mein Name ist Urputz und ihr seht XCOM 2 einmal mehr in der Legendary Iron Man Edition. Und ja, im letzten Let's Play hatten wir einen Beutezug, der nicht ganz so leicht war, wie wir uns das erhofft hatten. Und in diesem Let's Play wird es darum gehen, die Guerilla-Mission zu meistern, die uns am Ende des letzten Let's Plays angeboten wurde. Wir hatten uns da auch schon entschieden, welche es werden soll, nämlich keine von den ganz schweren. Soll heißen, bei den drei Auswahlmöglichkeiten haben wir zweimal Beschütze das Gerät mit mäßigen Belohnungen und ja, mittelmäßigen Kontern, und in der Mitte haben wir schwer, also eine Nummer leichter, mit 219 Vorräten als Belohnung, die wir immer gut brauchen können. Und wir kontern damit die Vipern-Geschosse, das heißt, dass normale Advent-Einheiten mit Giftgeschossen beladen sind. Das ist etwas, was wir ganz und gar nicht haben wollen, denn wir sind so schon häufig an unserem Heillimit, wenn jetzt jeder Schuss auch noch gleichzeitig eine Vergiftung mit sich führt, liegen wir da nicht allzu gut. So, wir nehmen Deadwood einmal aus dem Spiel und holen uns dafür einen Spezialisten rein. Anna ist noch krank, das heißt, wir müssen jetzt hier Emma mal mitnehmen. Ich glaube, wir geben auch Chloe diese Runde mal frei. Wir geben die Ausrüstungsgegenstände frei. Ja, meinetwegen geben wir auch Waffen frei, Rüstung freigeben. Und nehmen diesmal auch Philipp mit, denn er hat jetzt den leeren Spalt gelernt. Kriegt dann hier noch ein Imitationsgerät dazu. Emma bekommt den Skulljack für einen höheren Hackwert. Jin bekommt die Krallengeschosse und Acid bekommt würde ich sagen, bekommt Twist mal ein Medikit. Das ist zwar nicht sonderlich sinnig an der Stelle, aber besser ein Medikit als kein Medikit. Und wie gesagt, Twist hat mit seinen beiden Bomben eigentlich genug zu tun. Wir würden jetzt hier nochmal ganz kurz reingucken. Kampfsimulation 19 zielen. Da fühlt sich Twist auch gleich viel wohler mit 96 Zielsicherheit. Rotzt er hoffentlich jetzt demnächst so ein bisschen was weg. Und ja, damit starten wir noch einmal den Einsatz. Sky Ranger eingesetzt. Für diejenigen, die es noch nicht kannten oder gesehen haben, der Grund, warum ich Heavies immer die Zielsicherheit gebe, ist einfach, dass sie unheimlich basic sind für den ganzen Squad, weil sie eigentlich immer die besten Unterstützer sind, die man so hat. Kontakte beim Widerstand den Hinweis erhalten, dass Advent ein Datenarchiv mit Dateien zu ihrem aktuellen Projekt mit einem Transportfahrzeug durch dieses Gebiet bringt. Okay, ein Transportfahrzeug. Ja, um den Gedankengang von eben noch zu Ende zu führen. Twist hat ja zum Beispiel dieses Zerschreddern, das zwei Rüstungen wegnimmt, oder aber andere interessante Schussgeschichten, die später noch kommen werden, wenn er höherrangig ist. Und da ist einfach diese Bonus-Zielsicherheit extrem sinnvoll. Denn Grenadiere können durchaus mal ganze Aliens mit einem Schuss zerlegen, wenn es denn vernünftig läuft. Und deswegen, wie gesagt, Zielsicherheits-PKS ist meines Erachtens für sowohl Scharfschützen als auch Heavies das Wichtigste. Für Spezialisten ist es auch noch ganz okay. Menace 1-5, wir haben das Advent-Datenarchiv in der Nähe Ihrer Position geortet.
Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. Okay. Ja, probieren wir. 8 Runden ist ja nicht all... Na doch, ist doch ein Stückchen weit. Die Frage ist, ob wir jetzt hier... Da ist wieder so ein Türmchen. Wir gehen einfach mal schräg. Wow. Was haben die nur seit diesem Addon mit den Vierergruppen? Krasse Scheiße, will man da doch sagen. Moving to designated position. Dann ein bisschen gehen wir noch. So, Twist würde sich da mal hinter dem Baum platzieren. Cassidy auch, aber anders. Obwohl, er kann eigentlich... In Ordnung. Die meisten seiner Sachen sind ja auf beliebige Entfernung. Können wir in dieser ersten Runde mal richtig Gas geben. Los geht's. Der Sekel sollte auch von da einen Schusswinkel haben, der halbwegs brauchbar ist. Da wetzen wir auch rüber. Ja, und der gute alte Jin. Geht jetzt mal da vorne in die halbe Deckung, denn der wird ja eventuell gleich relativ nah ran müssen. Das ist wieder schwer verlockend, muss ich mal sagen. Tun wir es oder tun wir es nicht? Das Problem ist, dieser Turm nervt ein ganz... Wow, was ist das denn? Wie viel Leben hat der? Achso, das sieht nur so viel aus. Okay. Vier bis fünf Schaden ist halt echt nicht viel. Und wir kommen auch nicht an ganz alle ran. Cassidy, dieses leeren Spalt erwischt auch nicht alle. Das heißt, wir müssen schon noch gucken, dass wir uns ein bisschen anders platzieren. Und einen ganz kleinen Ticken perfekter wäre es natürlich auch, wenn sie uns entdecken. Gucken wir mal ganz kurz, was es da zu hacken gäbe. Unter Umständen. Alle in dieser Runde bereits genutzten Aktionspunkte des Trupps werden wieder aufgefüllt. Eieiei, das ist so richtig, richtig gut. Das heißt, wir könnten eine komplette Runde spielen. Und dann noch eine komplette Runde. Ja, dann werden wir diese Runde doch pullen. Das ist ja... Ist ja mal so immens gut. Das kann man nicht... Nicht von der Hand weisen. So, hier kämen wir mit Twist hin. Los geht's. Cassidy Cam bis da vorne. Nächste Position. Stasis hätten wir zur Not auch. So, der leeren Spalt würde hier alle erwischen. Das wären auch 4 bis 5 plus nochmal die Demotivation. Ja, komplett an der Rüstung vorbei.
So, der Kollege ist in Panik. Sie sehen uns. So, da es 5 sind, sind unsere Chancen halt auch nicht so schlecht aus. Wie verteilen die sich denn? Wollte ich gerade sagen, sind unsere Chancen vielleicht gar nicht so schlecht. Das war mit Twists Granate jetzt auch ein paar mehr als einen erwischen. Der schießt auf die eigenen Leute. Sehr, sehr nice. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen. So, halbe Deckung flankiert. Egal, wir gucken jetzt erstmal, was Twist so hinkriegt. Die hätten wir beide drin. Da ist die Frage, wollen wir die Schlange komplett haben? Den Turm dürfen wir nicht kaputt schießen. Von dem wollen wir ja noch was. Ich glaube, da gefällt mir die Granate ganz gut. Versekel hat hier einen flankierten stehen. 65%, das ist echt gar nicht mal so viel. Und hat auch nicht getroffen. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Das hoffe ich doch. So, Hijack muss gleich Döns machen. So, Asset geht erstmal darüber. 100%. 99%, das reicht uns aber auch. I definitely got that one. You've seen me. Bloß. Ja gut, wir werden uns eh offenbaren. Dann können wir im Prinzip auch... Interessant ist, dass wir hier nicht flankiert sind. Das heißt, scheinbar sieht uns der Pinösel da nicht. Geht klar. Wir offenbaren uns im Vorfeld. Sie haben mich gesehen. Ja, dann haben sie dich halt gesehen. Aber das sind 100%. Und die nehmen wir natürlich gerne. So, damit haben wir 3... Ne, 2 Gegner haben wir ausgeschaltet. Klar, oder? Und haben jetzt immer noch die Möglichkeit hier... Ne? WTF! Wer hat denn da... Versekel? War das dein Fehlschuss? Das darf doch nicht wahr sein. Heieiei, gibt das jetzt böse aufs Maul. Das macht ja mal überhaupt keinen Spaß. Wer hat denn da aus Versehen den scheiß Turm umgenatzt? Das darf nicht wahr sein. Unglaublich. Der ist zum Glück noch in Panik. Das heißt, wir kriegen nur einen Muton, einen Archon und den Turm ab. Aber... So, Klingensturm hat getroffen. Betäubt 2 ist er auch noch, wegen der Pulsklinge. Das heißt, ein bisschen Schaden haben wir schon mal verhindert.
Also viel Pech muss er noch echt erstmal haben. Okay, Unterstützungsfeuer auf Jin. Take a heavy fire. Jo. Heavy Fire schön und gut. Da ist der nächste Turm. Müssen wir gucken, dass wir uns den jetzt gleich krallen. So, PB-Munition haben wir aktuell nicht. Gehen wir mit Twist mal. Wo gehen wir denn mal hin? Prozent 50-39, ist alles nicht so pralle. Emma Dupont. Da hinten, den kriege ich ja wirklich nicht so richtig gut. Ich glaube, an das Ding kommen wir jetzt so auch nicht dran. Er flankiert ihn immerhin. Sieht ihr den da hinten auch? Nee. Scheinbar nicht. Das ist doof. Wenn er da rüber geht, sieht er ihn. Wenn es sein muss. Macht er das jetzt mal. Gibt's ein Seelenfeuer auf den da ganz hinten. 5 bis 7. Er könnte dadurch tot sein, damit er sein Unterstützungsfeuer beendet. Damit ist sein Unterstützungsfeuer beendet. Genau so. Genau so. Einmal nachladen und ein Schüsschen auf den Archon. 8 Punkte Schaden, das ist in Ordnung. Prozent. Damit kriegen wir die Rüstung schon mal ganz gut angeknabbert. Wow. Das Kunststück muss mir auch erstmal jemand verraten. Bei 97% daneben zu schießen, ist auch jetzt wirklich eine Hausnummer. Bin schon unterwegs. So, dann haben wir da das Seal Bunny mal hin, damit der Turm wenigstens was zum Spielen hat und wir jetzt keinen Schaden kassieren. Ich glaube, wir nehmen jetzt hier auch ganz einfach die sichere Nummer, das Gefechtsprotokoll, dann ist der halt weg. Jin hat hier keinen vernünftigen Platz, wo er hin kann. 67% ist aber auch nicht katastrophal schlecht eigentlich. Dann nehmen wir die Granate. Ich glaube, wenn schon, denn schon. 67% auf den Kill. Okay, damit wären dann die Gegner jetzt dran. So, er feuert doppelt drauf. Wir haben noch 5 Runden, um an den Container ranzukommen. Müssen wir jetzt gleich wirklich ein bisschen sputen.
Also 88% bis dato. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir mal die erste Runde hier mit Twist. Legen wir endlich los. Geht dann noch ein Stückchen näher dran. Und zeigt uns, dass das ein Unfall war eben. So, 2 Punkte zerschreddert. Damit sieht der Turm schon wesentlich weniger gefährlich aus. Dann geht Asset noch 2 Schritte näher ran. 95%, gibt ihm mal einen mit. 6 Punkte Schaden immerhin. Was ist da drüben? So, einmal gucken, mitten auf der Straße stehen bleiben. Sieht soweit okay aus. So, Faseke kann sich jetzt hier einen Kill holen. Macht er auch. Das war's für dich! Und eine Beförderung verdient, das ist schön. So, Hijack geht mal darüber. Klingensturm. Tja. Ja, im Prinzip müssen wir nach vorne mal gucken gehen. Positiv. Da sind welche. Advent ist hier. Ein Mech und 2 Soldaten. Achtundzwanzig, das ist natürlich nicht so viel. Aber, tja, ich glaube, das schreit nach Sturm und Schuss. Oder hauen wir da ein bisschen die Deckung weg? Ne, nehmen wir mal Sturm und Schuss an der Stelle. Du gehörst mir. Schon unterwegs. Damit sind wir dann in voller Deckung. Und... nehmen ihm die Deckung mal weg. Flankiert stehen ist nicht gut. Ohne Deckung ist auch nicht gut. In puncto Treffsicherheit müsst ihr echt noch ein bisschen was üben. Acht Schaden ist leider sehr viel. Jetzt können wir höchstens hoffen, dass der Schildträger denen ein Schild gibt. Tut er leider nicht. Jetzt kann der Mech mit uns noch ein bisschen Unfug machen. 2 von uns stehen übelst flankiert da. Aber es gibt eine Granate, so wie es aussieht. Da trifft auch 2 Leute von uns mit. Aber glücklicherweise nur für 3 Punkte Schaden. So, da explodiert ein Auto. Wir haben noch 4 Runden Zeit. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Makellos ist im Eimer, aber das ist nicht weiter schlimm. Twist geht hier mal in die halbe Deckung. Und hat da noch 100% auf den Mech. Das nehmen wir doch gerne. Zerschreddert und 5 Schaden gemacht. Das ist gut.
habe kaum noch Munition. Ja. Damit musst du leben. So, Venom macht jetzt einen etwas riskanteren Move. Aber das sollte reichen, um den wegzuhupen. Weg ist er. Sehr schön. It's dead. It has to be dead. Running dry. So, Cassidy geht da mal in die volle Deckung wenigstens wieder. 80% oder 30%, da warten wir noch ein bisschen. Versegel hat noch einen Schuss. Kann seine Glückssträhne hier fortsetzen eventuell. Jawohl, der liegt. Ziel neutralisiert. Je vais vers la position. So, da können wir wieder hacken. Geht klar. Und auch das sollte reichen für den Profi. Oh, kritisch für 14, hat aber nicht ganz gereicht. Munition ist gleich alle. So, Cassidy. 30% ist nicht viel. Bei unserem Glück ist genau derjenige, der die Granate trägt. Wir müssen gerade gucken, der Eingang zu dem Ding. Das Ding steht da drüben. Der Eingang ist dahinter. Frage, upsa, Stasis oder Hacken? Gucken wir gerade nochmal. Eben waren 97%. Mal gucken, was der so sagt. Der sagt 100%. Wenn das so ist, dann warten wir noch ganz kurz. Lassen Cassidy noch ein bisschen laufen erst. So, und jetzt holen wir uns den Bonuszug. Prozent. Zack. Sehr, sehr nice. On entre. So, volle Deckung da drüben. Unfinished Business. Weg mit dem. Wir sind die Besten. Wir sind die Besten. Hab keine Munition. Manchmal gebe ich euch da durchaus recht. Und Overwatch. Bestätigt, Überwachung läuft. Cassidy, die nimmt sich hier auch mal eine volle Deckung. Was ist da drüben? So, jetzt ist die Frage, ob wir hier... Ne, kommen wir noch nicht dran. Kriegen wir den ganzen Laster. Los, zeigt euch! Gesprengt. So, einmal nachladen. Waffe geladen. Und dann laufen wir noch so gut hinterher, wie es geht. D'accord.
D'accord. So, da sehen wir nichts. Dann gehen wir da mal hoch. What's over there? So, nachladen wäre nicht verkehrt. Reloaded. Meines 1-5, die Uhr tickt. Die Sprengladung wird nicht warten. Begeben Sie sich zum Datenarchiv und deaktivieren Sie sie. Yes, ma'am. If you say so. Scheinbar kriegen wir das gar nicht vernünftig hin. Müssen wir wohl doch ein bisschen hetzen. Sporte los! Wird schon nichts passieren. Einmal da quer rüber. In Ordnung. Mal ein Stückchen weiter. I'm trusting you. Geht Asset da vorne noch hinter einen Baum. So, Twist übernimmt hier den Platz. Tja, auch er findet irgendwie nichts. Doch, Moment, da war doch gerade irgendwas. So könnten wir es machen, dann wäre ein Loch drin. Als Backup für nächste Runde, würde ich sagen. Bin dabei. Ja. Gehen wir mal darüber. Und GG lädt auf jeden Fall erstmal kostenlos nach. Dann mal los. Rennt dann mal hier positiv rüber. Und geht in Feuerschutz. Scanne Gebiet. Und Feuerschutz. Hat. Oh, das ist ein Gesichtsloser. Na gut, vor denen haben wir jetzt nicht so viel Angst. Noch einer. So, da fängt sich direkt mal einer. Für 6. Und auch Twist hat da noch ein Wörtchen mitzureden. So, der bewegt sich erstmal nicht mehr. Aber der andere wird wahrscheinlich noch ein paar Schrittchen versuchen. Ja, wird auch nicht getroffen an der Stelle. Und rennt noch ein Stückchen näher ran. Gut, dass er die Reichweite jetzt nicht gehabt hat. Kriegt von Jin erstmal eine gezwiebelt. Ja. Zeig du ruhig wieder mit deinem Drecksfinger auf mich. Hab ich überhaupt kein Problem mit. So. Venom ist da nicht so zimperlich. I got it, right? So, Twist lädt einmal kostenlos nach. Und so leid mir das für den Typ da tut. Ich bin bereit. Hier machen wir ein kleines Löchlein rein.
Renaissance 5, das Zielpaket wurde zerstört. In diesem Gebiet gibt es nichts mehr zu bergen. Sichern Sie das Einsatzgebiet und eliminieren Sie alle verbliebenen Feinde. Hoppala. Und Cassidy hat auch noch die Explosion komplett mitgenommen. Ja, das sah anders aus irgendwie. Okay, ich gehe. Feuerschutz! Damit haben wir eine Mission verkackt. Bin dabei! Und dann sind wir jetzt ein bisschen vorsichtig, denn es scheint noch eine komplette Gruppe da zu sein. Okay, I'll go. On overwatch. Legen wir endlich los. Bitte Feuerschutz. Wenn es sein muss. Scanne Gebiet. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Na los, zeigt euch. Jo. Position confirmée. Position confirmée. Schade. Eigentlich lief die Mission sehr gut. Dann spreng ich mir die Karre weg. Aber das war wirklich von den Flächen, die eingezeichnet waren, als mögliche Trefferfläche, sah das nicht so aus, als würden wir uns da die Mission mit verhageln. Endlich! So, jetzt ist nochmal die Frage, wo die letzte Gruppe ist. Geht nichts. Wird schon nichts passieren. Advent-Einheiten gesichtet. Da haben wir sie entdeckt. Ausgerechnet der kein Leben mehr hat, macht's natürlich. So, da treffen wir erstmal nicht. That is not good. That is not good. Da gebe ich dir uneingeschränkt recht. 51%. Das ist mehr als die Hälfte, wenn auch nur marginal. Da machst du doch mal ein Schüsschen drauf. Schade. Das ist nicht gut. Nö, das war kein Treffer, da gebe ich dir durchaus recht. So, die Frage ist, ob wir jetzt da so ein Ding reinsetzen oder ob wir den Typ in Stase verpacken. Okay, je bouge. 67% der Kollege ist flankiert. Das könnte man fast treffen. Tun wir aber nicht, weil wir nicht gerne treffen. Treffen wird völlig überbewertet. Aber die Frage ist, was wir mit dem guten alten Djinn hier machen. Könnte natürlich mal eisenhart mit Sturm und Schuss hier hinten hinrennen. Okay. Und den Flankierten dann zu 87% aus dem Spiel nehmen. Okay. Das war doch klar, oder? Haben wir danach gesucht? Ja, es war schon relativ klar. So, Stasis auf den Andromedon. Unter meinem Schutz. So, er flankiert Djinn, das ist nicht gut. Aber schießt auf Venom. Schöne Explosion.
Kanonen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die beiden halbwegs vernünftig zerlegen. Twist da hinten könnte mal einen vernünftigen Anfang machen. Rennt hier in die halbe Deckung. Und ist so ewig weit weg, dass er nicht eingreifen kann. Ist nicht gut. Also gehen wir da hinten in Feuerschutz. Feuerschutz. So, hier haben wir noch einen Sturm und Schuss frei. Gehen wir einfach mal da hinten hin. Und vergiften den Kollegen mal eine Runde. 7 Schaden immerhin gemacht und vergiftet. Okay. Ist das schon geskillt oder nicht? Hm. 15 oder 7? Nö, das ist ja völlig für'n Bobbes. Dann rennt er da mal in die volle Deckung. So. Guter alter Hijack. Oh, da hätte man natürlich vorher drauf kommen können müssen, sollen, wie auch immer. Ziehen wir mal die Schädelauswerterkarte. Schwebt ein bisschen in der Luft rum. 52%. Ja. Hauptsache nicht noch mehr Schaden kassieren. Wow, das sind noch 95% hier. Kleiner Infospeicher. Das Wichtige ist allerdings, dass kein Rückkopplungsschaden dabei ist. So, haben wir den zersägt. Förderung verdient. So, Cassidy geht ein bisschen weiter nach hinten. Und zündet jetzt da mal so einen leeren Spalt. Vielleicht... Vielleicht kriegen wir den ja in Panik oder so. Ne, daneben. Da kriegen wir also nichts vernünftig hin. Geschossen. 48%. Ist aber der letzte. Und näher mag ich, glaube ich, nicht wirklich ran. Ein Punkt für daneben gibt es immerhin. Konzentriere dich! Er geht in volle Deckung. Und sieht so aus, als würde er eine Granate werfen. Jo, macht er auch. So, jetzt müssen wir schnell zu dem Ende kommen. Hm. Er hat Emma zerlegt. Kritisch für einen. Ja, das war nicht so wonneproppig. Wo ist Twist? Twist ist da hinten. Das ist kein organischer Feind. Das ist seltsam. GG. Bin unterwegs. Geht einfach mal darüber.
Überragende Automatiklader und überragendes Zielfernrohr. 47% ist ein bisschen wenig. So, Asset muss aber jetzt. Jetzt müssen wir abkaspern hier. Jetzt komme ich! Er kann dahin. Wenn es sein muss. Cassidy kommt bis dort. Kriegt auch einiges weggebastelt. Könnte allerdings auch die Deckung da wegnehmen. Im Prinzip Venom muss da hinten hin, denn das wäre der absolute Hohn, wenn ausgerechnet Venom jetzt an an Gift sterben würde. Also sechs Trefferpunkte geheilt. Ja, ich würde sagen, nee, wir nehmen den sicheren Schaden. Ist schwach. So, und Jin versucht ihn nochmal richtig einzudröseln. Kritisch leider nur für 2. Die ganze Rüstung stört ein wenig. Aber mal gespannt, vielleicht wehrt er sich ja mit einer Schlägerei. Daneben. Das war ja nicht nötig jetzt. 8 Punkte Schaden. Aber er haut die komplette... Warum ist... Ach, reduzierter Wille. Ich vergaß. Jetzt schießt wenigstens. Jawohl, zerlegt. Steht natürlich wieder auf, das Ding. Immer noch in Panik. Krasse Sache. 100%, die nehmen wir natürlich. Sechs Punkte Schaden. So, Cassidy haut nochmal seine Stasis raus. Okay, es war, die Reihenfolge war jetzt ein bisschen gefailt. I guess that'll be okay. Aber so gewinnen wir nochmal eine Runde. Und genau, unsere Jungs sind dann alle nicht mehr in, also nicht mehr panisch. Und Twist hat 100%. Philipp hat 87. Trifft schon mal für 6. Jetzt muss ein anderer noch treffen. Ist alles gut. So, Faseke, wie sieht's mit dir aus? 75%. Tu mal was für dein Geld. Das war nichts. Am Ziel vorbeigeschossen! What's over there? Und gekrittet sogar. Eigentlich wollte ich Twist den letzten Schuss machen lassen, aber kann man sich halt nicht immer aussuchen. Ja, diese Mission startete perfekt und endete katastrophal. Wir haben Emma verloren, wir haben die Mission nicht geschafft.
Das heißt, wir kriegen auch die 219 Vorräte nicht und die Gegner bekommen Giftmunition. Der nächste Monat wird also kein schöner. Alle gucken auch so ein bisschen bedröppelt. Die meisten Jungs sind jetzt auch erstmal eine ganze Weile außer Gefecht. Und wir müssen uns überlegen, wie wir an neue Spezialisten rankommen. Denn jetzt haben wir nur noch Anna. Und wenn die mal getroffen wird, stehen wir halt ohne da. Das ist sehr uncool. Ja, alle ziemlich angepisst, kann ich verstehen. Ach ja, ach ja. Ein ganz klein wenig Trost finden wir wahrscheinlich in der Tatsache, dass es wenigstens Beförderungen gegeben hat. Nämlich Verseke ist jetzt ein Corporal-Scharfschütze und kriegt den Distanzschutz. Ja. Hijack ist gestorben. Wenigstens haben wir hier so ein bisschen was bekommen. So, Vipern-Geschosse konnten wir nicht verhindern. Wir haben 7 Leute nur noch. Das heißt, es ist wieder so ein bisschen eng hier. Zumal da jetzt einiges an nicht ganz so guten dabei ist. GG ist wieder für 18 Tage raus. Das nimmt ja langsam Ausmaße an. Die sind nicht mehr feierlich. 24 Tage für Acid. Da ist sogar jemand drin. Können sich jetzt alle selber nicht erklären, wie das gelaufen ist. Aber okay, in 2 Tagen gibt es eine Kommunikationszentrale. Dann kommen wir hier erstmal wieder ein ganzes Stückchen weiter. Und da sind sie auch, die Giftgeschosse für einen Monat. Hoffen wir, dass einen Monat lang nichts passiert. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Da drüben gibt es einen Ingenieur. War zwar nicht sonderlich sinnvoll, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Juri Ignatieff. Okay. Und hier drüben wollten wir Kontakt herstellen. Ansonsten hier ist nirgends mehr irgendwas. Okay, wir können gar keinen Kontakt herstellen. Zum Spaß hinfliegen geht auch nicht. Dann müssen wir tatsächlich mal hier Informationen sammeln im Hauptquartier. Seit Ewigkeiten das erste Mal. Fortschrittliche Sprengkörper, da haben wir sie. Endlich. Wir haben noch experimentelle Granate in der Pipeline. Haben aber auch eine experimentelle Munition. Hauen wir noch mit dazu. Sobald das Projekt einsatzbereit ist. Forschungsmäßig sind wir auch bald dabei. Forschung, Plasmagewehr in einem Tag, danach kommt dann die Rüstung. Und dann wird's spannend. Tja, doof, dass wir hier nicht schon mal hinfliegen können. Wir brauchen ja eh einen halben Tag dafür. Widerstand, Kommunikationseinrichtung, einsatzbereit. Ja, jetzt wird's spannend. Da haben wir die zusätzlichen Bereiche.
heißt, wir können jetzt zwei zusätzliche Kontakte haben. Oh, nur einen? Das ist ja mickrig. Das ist ja mickrig. So, hier können wir auf jeden Fall erstmal noch die beiden Jungs einsetzen. So, dann haben wir unsere Ingenieure alle beschäftigt. Psi-Labor ist untätiges Personal. Ja, das liegt nur daran, dass Philipp krank ist, beziehungsweise verwundet. So, jetzt können wir aber auf jeden Fall plus 40, plus 70. Dann nehmen wir natürlich Neu-Mexiko für 80 Info. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Ja, das System haben wir schon quasi so gut wie verbessert. 8 Tage, ganz schön lang. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen. So, das Plasmagewehr haben wir. Ich bin sehr erfreut, wenn sie herausfinden, dass wir Energiewaffen wie ihre haben. Und dann wird jetzt auch Zeit für die gute alte Servorüstung. Schildträger-Autopsie ist jetzt physisch gesehen sind die Advent-Schildträger den anderen Advent-Soldaten recht ähnlich und ebenso ein Produkt sorgsamer Gentechnologie, das der menschlichen Gestalt nachgebildet ist. Die meisten ihrer einzigartigen Qualitäten verdanken sie Unterschieden in Rüstung und Bewaffnung. Komponenten, die Shen sicher nur zu gern untersuchen würde. Splatter. Okay. Diese Schildträger sind den anderen Advent-Einheiten gar nicht so unähnlich. Ihre Rüstungen sind vielleicht das größte Unterscheidungsmerkmal. Okay, experimentelle Rüstung. Können wir ein bisschen mit Westen rum experimentieren. So, neue Forschung. Die Servorüstung war schon angehalten. 25 Tage ist zwar immer noch ewig. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Commander? So, wir gehen jetzt hier mal auf Waffen und haben da... Wow, was ist das denn? Bolzenwerfer, Frostbombe, Jäger, Axt und Schattenhüter. Okay, das sind die Waffen, die wahrscheinlich zum neuen Add-on gehören. Da wir das nicht aktiviert haben, werden wir die aber auch nicht mitnehmen. So, das Plasmagewehr hätte ich jetzt eigentlich am liebsten gehabt. Weil es die meisten von uns brauchen können. Aber ist jetzt erstmal nicht. Müssen wir erstmal noch ein bisschen Gold scheffeln. Aber so ein Bluescreen-Geschoss wollten wir auf jeden Fall haben. Gut, und Geld kommt ja bald wieder rein. So ist es ja nicht. So, Alien-Trümmer weggeräumt, Vorräte 114. Den Raum sehen wir uns jetzt auch gerade mal an. Schattenkammer fehlt uns Energie. Energie ist ja nun nichts, was uns wirklich fehlt. Wir haben ja gerade hier ein bisschen Platz gemacht. Kann einer davon ruhig auch da rein. Wir können mit dem Bau der Schattenkammer beginnen, wenn Sie es wünschen, Commander. Jawohl, das tun wir. Und wir setzen sogar einen Ingenieur rein, damit es schneller geht. In 15 Tagen haben wir das Ding. 322 Vorräte. Ist die Frage, ob wir hier die Psi... auch nicht genug Energie. Bräuchten wir auch wieder 5 Stück für. Müssten wir also auch unser Energierelais aufwerten. 150 Vorräte für 6 Energie. Verbessert. Was fehlt uns jetzt? Die Kohle? Jetzt fehlt uns die Kohle. Nun gut. Wird vielleicht mal auch... Ja, wird langsam mal wieder Zeit, dass wir uns am
Schatten mal am Schwarzmarkt blicken lassen. Aber erstmal stellen wir hier den Kontakt her. Und bald gibt's ja eh wieder Kohle. Nachricht vom Widerstand. Wir haben einen neuen Einsatz zugeschustert bekommen. Eine VIP. Nee, neutralisiere das Ziel im Advent-Fahrzeug. Okay. Also wahrscheinlich eine gegnerische VIP wieder verkloppen und mitnehmen. Und entweder kriegen wir nur die 224 Vorräte oder aber beides. Wir ignorieren das für den Moment und verabschieden uns aus einem grausam verkackten Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn es leider an drei Stellen richtig beschissen lief. Also ne, drei Dinger der letzten Mission haben uns richtig reingerockt. Zum einen haben wir uns aus Versehen den Turm zerballert an der Stelle, wo wir den richtig gut hätten brauchen können, und dadurch mussten wir unsere Imitationsgeräte verballern, die wir am Ende wiederum sehr deutlich gebraucht hätten. Der zweite Fail war, dass mir angezeigt wurde, dass ich mit der Granate nur die Seitenwand wegsprenge und tatsächlich aber der ganze Truck in die Luft gegangen ist, inklusive Cassidy. Ja, und das dritte war dann halt, dass uns Emma krepiert ist, weil wir einfach nichts mehr machen konnten für sie. Aber wenn hätte aber, hilft alles nix. Passiert ist passiert. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Ogrutz.